Spitzenspiel der Kreisliga BE3 stand sich gegenüber der Tabellenvierte und der Tabellenführer VfR Merzhausen. Wenn ich sage Tabellenführer Merzhausen, hat sich nichts geändert nach diesem Spiel. Dabei war bei Trainer Daniel Huck, SC Mengen und Uli Lehmann, VfR Merzhausen 0-2 verloren, Halbzeit 0-1. Daniel, hast du das Spiel gesehen heute? Ja, muss ich schon sagen, dass Merzhausen die bessere Spielanlage hat, auch im Zentrum die Zweikämpfe gewonnen hat, was wir total nicht gemacht haben halt. Und muss ich schon sagen, sie haben die bessere Spielanlage gehabt und die besseren Einzelspieler auf jeden Fall. Also verdient. Es ist zwar schade, dass letztendlich doch zwei Torwartfehler, sage ich mal, die Tore entstanden sind, aber trotzdem war es voll aufs verdient. Ohne Fehler gibt es keine Tore, Daniel. Ups, oder? So sieht's aus. Und Udi, stimmt dem zu, was jetzt Daniel gesagt hat, oder? Ja, ganz so klar war das nicht. Mit dem glücklichen Freistoßtor zum 1-0 war, das hat die Sache natürlich wesentlich leichter gemacht. Auf so einem tiefen, schwer zu spielenden Platz 1-0 in Führung zu gehen, macht es halt einfacher, wie wenn man da eine schöne Sommerrase da liegen hat, das Ding dann wieder zu drehen. Also so ganz einfach war das nicht. Und das zweite Tor war auch ziemlich glücklich. Von dem her sind wir froh, dass er in Menge 3 Punkte mitgenommen haben. Und ich glaube, das haben wenige da gemacht. Und alle Ergebnisse von Menge waren äußerst knapp. Und dass es da nicht einfach zu gewinnen wird, war klar. Und mehr wie 3 Punkte auf dem schwer zu spielenden Platz. Optimal. Wenn das vor dem Spiel oder vor der Runde einer gesagt hätte, hätte man gesagt, das unterschreibt man. Und Menge war letzte Runde, Rückrunde schon für eine gute Leistung. Dürfte zufrieden sein mit der Runde, obwohl wenn man dich kennt, bis wir vorne mitspielen, ganz vorne, reicht es noch? Ja, es wird nicht reichen, wenn wir einfach zu dünn besetzt sind. Ich habe jetzt im Moment gerade 12 Spieler zur Verfügung. Ich selber bin auch verletzt und ein paar Langzeitverletzte. Und da wird auf Dauer wird's einfach die Quantität machen, dass wir einfach zu wenig Spieler haben. Und Uli, wer stoppt den VfR Merzhausen noch? Die Hexentäler, ja. Müsste ich auch Tommy Rien verwechseln, haben sie mal. Ja, das sind noch 8 Spiele und wir haben noch alle Vorderen. Die Sache ist noch lange nicht durch, punktgleich mit St. Georgen und haben auch noch Polizei. Von dem her, wir nehmen die Sache bis zum letzten Spieltag so ernst, als ob man mit allen gleich stehen würde. Das ist, wir haben keinen Vorsprung und da gibt es nichts, wo wir auf die leichte Schulter nehmen. Ich denke jetzt mal zum Abschluss nach Hause, der PSV Freiburg, dann darf man nicht vergessen, der FC Freiburg St. Georgen 2 und mit Abstrich eher noch ein bisschen, du schüttelst den Kopf. Also ich glaube nicht, dass wir noch oben mit mischen können, auf gar keinen Fall, eben weil die Quantität fehlt bei den Spielern und die Merzhausener und PSV genauso und St. Georgen vor allem auch brutal spielstark sind, ja, und die wäre sich untereinander ausmachen. Wer weiß ich nicht, tippt mal eher auf Merzhausen und St. Georgen, die zwei wäre es, denke ich mal.